Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf und im heutigen Video gucken wir uns an, wie mein Kraft-3-Kampf-Trainingsplan aussieht, um mein Total in den kommenden Monaten zu leveln. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das heutige Video soll im Großen und Ganzen einen Überblick geben über meine Trainingsplanung jetzt so nach dem Wettkampf, nach den Hamburger Kraftspielen. Wenn euch interessiert, wie der Wettkampf gelaufen ist, ihr das Video noch nicht gesehen habt, letztes Video schauen. Und ja, damit können wir eigentlich reinstarten. Ich werde jetzt über das Video hinweg so ein bisschen, damit ihr mich nicht nur hier sitzen seht, ein bisschen Footage vom Deload zeigen, wie das so verlaufen ist, was ich da so bewegt habe und so weiter. Und über meine Planung für die kommende Zeit reden. Zumindest jetzt für den kommenden Blog. Wie die Planung dann umgesetzt aussieht, seht ihr dann in den kommenden Videos. Da ich es gerne so weiterführen möchte, mich einmal die Woche hinzusetzen, ein Recap zur letzten Trainingswoche zu verfassen und das mit euch zu teilen. Alles klar, lass uns mal am besten ganz grob anfangen. Ich habe 5 Trainingseinheiten die Woche, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Für mich ist immer noch so ein bisschen die Frage, ob ich das auch so aufrechthalten kann oder nicht. Eben weil ich ein paar Sachen auf dem Zettel habe und unterschiedliche Prioritäten habe und Training eher so die niedrigste Priorität ist. Priorität 1, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen das Ganze arbeitstechnisch anschauen, ist Coaching, im Anschluss dann Uni und so das Letzte ist dann Training. Deswegen meinte ich arbeitstechnisch so außerhalb vom Freizeitgestaltung, auch wenn der Training so ein bisschen mit reinspielt, aber es ist halt irgendwie so ein Mittelding aus Freizeit und Arbeit, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, also in den letzten Wochen hat das recht gut geklappt, dass ich die 5 Einheiten in der Woche reinbekommen habe, aber es war teilweise halt doch recht fordernd mit eben dem Coaching und der Uni, da noch das Training so reinzufinden und dann eben auch noch ein Leben außerhalb davon zu haben. Deswegen ist es so eine Art Experiment zu schauen, ob ich das auch weiterhin aufrechthalten kann und mich dabei auch noch in Ordnung fühle. Und ich damit halt einfach auch erfüllt bin oder ob mich das Ganze einfach nur zusätzlich stresst, so viele Einheiten die Woche zu haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es halt noch sehr gut handelbar, es macht Laune und ich würde jetzt sagen, dass es noch angebracht ist, die 5 Einheiten so weiterzuziehen. Genau, wie ich gesagt habe, 5 Einheiten, die Aufteilung sieht wahrscheinlich, da ist auch ein Punkt, auf den ich gleich zu sprechen komme, so aus, dass ich zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch 3 Tage hintereinander trainiere, Donnerstag Rest ist, Freitag, Samstag meine Einheiten habe und dann Sonntag wieder Rest ist. Eine Hauptproblematik war ja bei mir so in der Vergangenheit, dass ich im Hinblick auf den Adduktor immer so ein bisschen Probleme hatte, was meine Konsistenz mit Beuge und Heben, was das angeht. Und das ist so ein bisschen das Hauptding, was mein Coach und ich gerade angehen wollen mit dem Blog, um ein bisschen zu experimentieren, wie klappt das Ganze. Durch ein paar Änderungen, die wir vorgenommen haben, als auch eventuell durch ein wenig mehr Flexibilität in dem Angehen der Einheiten, also wann ich die Einheiten absolviere, das meine ich damit. Also Beispiel, wenn ich jetzt Montag meine erste Einheit absolviere, in der ich auch eine Beuge drin habe und ein Heben und so weiter, mein Adduktor super frittiert ist und ich 2 Tage später eben nicht in die nächste Beuge rein kann, dass ich dann einen flexibleren Rest-Day so noch mit einschiebe. Das ist auf jeden Fall so eine Option, auf die ich zurückgreifen kann, wenn der Adduktormuskelkater super hoch ist und ich mir nicht zutraue, eben in eine Beuge, schwere Beugeeinheit eben nochmal reinzugehen, 2 Tage später. Aber wie gesagt, das ist nur so eine Option. An sich ist es aber erstmal so, dass diese Adduktorproblematik nochmal in den Raum zu stellen und genauer zu betrachten. Der Lift, der mir am meisten Probleme macht im Hinblick auf den Adduktor, ist halt die Beuge. Die bringt mir den meisten Muskelkater in den Adduktoren und immer wenn ich einen starken Muskelkater in den Adduktoren habe, ist die Wahrscheinlichkeit oder Gefahr dafür, dass ich mir einen Tweak im Adduktor hole, immer deutlich höher. Also das Heben an sich hat da nicht so einen starken Impact drauf. Heißt aber nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beuge mache und dann 2, 3 Tage später hebe, da kann es auch passieren, dass ich mir einen kleinen Adduktor-Tweak hole, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einer Beuge passiert, war in der Vergangenheit auf jeden Fall immer deutlich höher. Und das ist auch der Lift, der am, so was das Selbstvertrauen angeht, am meisten darunter leidet, wenn ich Adduktormuskelkater habe. Heißt, für mich geht es jetzt so ein bisschen darum, oder Max und ich, also mein Coach und ich, haben uns zusammengesetzt und jetzt erstmal die Variante gewählt, Training so ein bisschen umzustrukturieren, vor allem was die Lowerbeuge angeht, Lowerbeugeeinheit angeht, die anders zu positionieren als in der Vergangenheit, komme ich gleich drauf zu sprechen, und den Weg einzuschlagen, den Adduktor widerstandsfähiger zu machen. Also bei so einer Problematik kann man ja 2 Wege wählen, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Widerstandsfähiger machen, also Arbeit langsam steigen lassen, eventuell auch gewisse Übungen implementieren, die einen resistenter machen für Muskelkater beispielsweise. Oder eben Arbeit zu reduzieren, ne, dass es einfach nicht mehr dazu kommt, dass so viel Muskelkater entsteht. Und wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden, eben weil ich aus der Vergangenheit ein paar Erfahrungen gemacht habe, dass wenn ich mich an gewisse Beugearbeit vor allem gewöhnt habe, dass Adduktormuskelkater und dann eben auch der Impact auf Selbstvertrauen und Gefahr für kleine Tweaks im Adduktor deutlich geringer sind. Um vielleicht direkt mal darauf zu sprechen zu kommen, was jetzt mit der Lowerbeuge ist. Also vorher war es ja immer so, dass ich
also über einen längeren Zeitraum, dass ich zum Beispiel Tag 1 meine Halberbeuge, meine Beugevariation habe, genau die Halberbeuge, und dass ich zum Ende der Woche, Tag 5, meine Lowerbeuge hatte. Dass ich dann, wie gesagt, Tag 1 Halber, 2 Tage später ein Sumo-Heben und dann 3 Tage später die Lowerbeuge habe. Dann war natürlich immer die Lowerbeuge, die höhere Lasten führen in der Regel dazu, dass man Abdukteur dann doch auch nochmal mehr gefühlt ermüdet und da einfach mit reinspielt und dann auch verkatert. War also so, dass die Lowerbeuge an der Halberbeuge recht nah dran war. Und da muss man auch sagen, es gibt jetzt nicht unbedingt die optimalste Anordnung, weil wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden, das Sumo-Heben von Tag 3 und die Lowerbeuge von Tag 5 dann zu switchen. Das heißt, ich habe die Halberbeuge Tag 1, Beuge, Adduktormuskelkater, wird es auf jeden Fall auch davon geben, vor allem am Anfang des Blocks, und dann 2 Tage später die Lowerbeuge anzusetzen. Und dann habe ich nach der Lowerbeuge, wenn die recht schwer ist, 2 volle Tage Rest, was Unterkörper angeht, dass ich dann ins Sumo-Heben reingehen kann. Ich habe ja schon die Option angesprochen, dann eventuell diesen flexiblen Rest-Day so einzuschieben, zwischen Tag 2 und 3 dann, also um zwischen Halberbeuge und Lowerbeuge noch so ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen. Aber das ist jetzt erstmal so den Weg, den wir eingeschlagen haben und mal gucken wollen, wie das Ganze funktioniert. Da meinte ich ja, Adduktoren widerstandsfähiger machen. Wir haben uns dann dafür entschieden, den Beinstrecker, den ich in der Vergangenheit ausgeführt habe, stattdessen die Bell Squat wieder einzuführen. Da habe ich ja auch ein, zwei Blöcke schon mal gemacht in der Vergangenheit. Für ein 3x15, also doch recht hohe Reps, um einfach ein bisschen Arbeit da reinzubekommen. Und dass ich dann aber auch ebenfalls, das ist halt ganz cool an der Bell Squat meiner Meinung nach, was ich bei der Beuge nicht ganz so gut hinbekomme, die Range of Motion zu kontrollieren. Wenn ich also zum Beispiel an dem Tag 3, an dem ich meine Lowerbeuge habe, ein, zwei Reps, ein paar mehr Reps dabei hatte, in denen ich recht stark in die unterste Position mich reinfallen lassen habe und da auch deutlich mehr Tiefe generiert habe als sonst normal. Das ist häufig halt ein Faktor, wieso ich mal mehr, mal weniger Muskelkater in den Adduktoren habe. Also wenn ich tief ein wenig cutte, in Anführungszeichen, die trotzdem noch tief genug ist, habe ich in der Regel weniger Muskelkater. Aber wenn es schwer wird, tendiere ich dazu, mich mehr ins Loch fallen zu lassen, dann mehr Tiefe mitzunehmen. Und das ist dann häufig für den Adduktor so ein bisschen kritischer. Und wenn das mal der Fall sein sollte oder ich auch sowieso sehr viel Muskelkater in den Adduktoren habe, an dem Tag auch schon, dass ich bei der Bell Squat dann auch eben recht gut Tiefe regulieren kann. Das fällt mir da deutlich leichter als jetzt bei der Lowerbeuge. Da übrigens auch, wer hätte das gedacht, weil ich es jetzt auch so genannt habe, eine Sache, auf die ich jetzt vermehrt achten möchte, Tiefe recht konstant hinzubekommen. Das heißt dann auch nicht zu tief zu beugen, nicht zu stark droppen zu lassen, sondern die Beuge mehr zu kontrollieren und mal gucken möchte, hat das dann wirklich so seinen Einfluss oder nicht. So, damit habe ich, glaube ich, so die ganze Adduktor-Thematik schon mal ganz gut umrissen. Dann können wir ein bisschen näher auf die Tage zu sprechen kommen. Also Tag 1, eine Halberbeuge, aktuell für den Topsatz mal 5 und ein 2x5 Back-Off. Generell kann man sagen, alle Competition-Lifts und recht nahen Varianten sind in niedrigen Rep-Ranges. Also die Halberbeuge für 5er, die Lowerbeuge dann später für ein Single und 4er, das Heben auch für 4er und ein Single. Bank auch in der Rep-Range so 3 bis 4er, also Competition Lifts weiterhin recht hohe Intensitäten und bei den eher hypertrophie-relevanteren Übungen gibt es dann auch ein paar höhere Reps. Aber genau, um nochmal auf den Tag 1 zu sprechen zu kommen, Halberbeuge, Topsatz für einen 5er, 2x5 Backoffs, im Anschluss ein pausiertes Heben für einen Topsatz 5er, 1x5 Backoff. Das heißt, Sumo-Heben, Aussetzung gerade zweimal die Woche, wie es auch in den vorherigen Wochen war, und im Anschluss an dem Tag die RDLs für 8er, ein Topsatz mal 8 und dann 2x8 Backoffs. Also das ist dann das Haupt-Hypertrophie-Movement für die hintere Kette, nenne ich es jetzt einfach mal, die wir gepickt haben für den Block. Und das hat ja in den vergangenen Wochen auch ganz gut funktioniert. Tag 2 ist dann der Hauptbanktag. Da gibt es einen 4er-Topsatz, ein 4x4 Backoff, Liegestütze als mit eines der Haupt-Hypertrophie-Movements. Und zwar sieht es da so aus, dass ich da Myo-Raps mache. Ich habe also einen Satz, den ich bis zu 20 Wiederholungen sozusagen knüppel, zu einer RP 9 bis 10, also bis zum Muskelversagen. Dann 10 Atemzüge nehme und so lange 5er-Reps mache, bis ich wieder beim Muskelversagen angelangt bin. Also dann doch eine Übung, die Hypertrophie auf jeden Fall erzeugen sollte. Und das auch recht zeitlich effizient. An dem Tag dann auch noch Kurzhantel, Trizeps drücken, Rollback, French Press, Extensions, Dinger, wie auch immer man die Übung nennen möchte. Und ein Kabelrudern, auch Myo-Raps. Also Myo-Raps sind generell über die Trainingseinheiten so ein bisschen verteilt bei Übungen, wo wir einfach recht zeiteffizient Arbeit reinbekommen wollen. Und das gilt dann vor allem so für gewisse Nebenübungen. Der Tag 3, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Lowerbeuge dann an dem Tag für einen Single erstmal zu einer RP6, im Anschluss ein 4er-Topsatz und 2x4 Backoffs. Heißt, wir bleiben jetzt auch nach dem Wettkampf recht hoch, was die Lasten angeht.
beziehungsweise niedrig, was die Reps angeht, für die Competition Lifts. An dem Tag dann noch Latzug im Mayo Reps Stil und die angesprochene Bell Squat für 3x15. Also das wird schon knackig. Bin gespannt. An dem Tag 4 gibt es dann so zwei Haupthypertrophie-Movements für die Bank. Und zwar einmal die Feeder-Bank, die ich ja auch über die letzten Blöcke hinweg gemacht habe, für ein 4x6. Im Anschluss Dips für einen Topsatz für einen 5er, 7er Back-Offs. Und dann noch so Sachen wie Hammer-Curls, Flies, Reverse Flies und so ein bisschen Bauch. Bauch sowieso recht, je nachdem, wie ich Zeit habe in der Woche, hier und da mal eingestreut. Und der fünfte und letzte Tag, ebenso wie bei der Beuge, ein Single für eine RP6, dann ein 4er Topsatz, 2x4 Backoffs, die dritte Aussetzung von der Bank, also die Competition Bank, dann für ein 3x3, Kurzhandelrudern und Facepulls. Und damit haben wir die Woche auch schon zusammengefasst. Heißt, uns war es auch wichtig, jetzt nicht den gesamten Plan umzuwerfen. Die Struktur hat weitestgehend ganz gut funktioniert jetzt so die letzten Wochen, vor allem was die Bank angeht. Lief super, super gut, wie ihr am letzten Video auch gesehen habt, wenn ihr das gesehen habt. Heißt, da wollten wir jetzt auch nicht zu viel ändern. Es gibt trotzdem auch weiterhin höhere Intensitäten. Wir haben trotzdem die Bewegungen drin, die recht gut funktioniert haben, was so Hypertrophie angeht. Die Dips, die Feederbank, das Trizepsdrücken, die Rollbacks, wie auch immer, French Press. Wir haben nur zusätzlich jetzt eben noch die Liegestütze hinzugefügt. Bei der Beuge und beim Heben ging es uns hauptsächlich darum, mich konstant eben die beiden Übungen ausführen zu lassen oder lassen zu können im Hinblick auf den Adduktor und das Adduktorproblem, da eben so ein bisschen zu experimentieren, wie können wir das Ganze am besten lösen, und haben uns jetzt eben nochmal zusammengefasst dafür entschieden, Tag 1 eigentlich so zu lassen, wie er war, dann Beuge und Heben zu switchen, Beuge also ein bisschen früher in der Woche, Heben ein bisschen später, dass ich von der Lowerbeuge einfach mehr Zeit hatte, mich davon zu erholen, weil die Lowerbeuge tendenziell mit höheren Lasten, das ist, wo ich dann auch mal eher mich ins Loch fallen lasse, mehr, dann auch mehr Tiefe erreiche, und das dann dazu führt, wahrscheinlich, dass ich mehr Adduktormuskelkater habe und das dann seinen Impact auf die darauf folgenden Einheiten hat. Und so gewährleisten wir, dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe zwischen dieser Lowerbeuge-Einheit, vor allem zur nächsten Beuge, zur nächsten Halber, als auch zum Sumo-Heben 3 Tage später. Und damit haben wir es auch schon. So sieht die Planung aus. Wie ich schon meinte, in den kommenden Videos seht ihr dann die Umsetzung der Planung. Wie klappt das Ganze? Was für Anpassungen nehmen wir vor, falls wir Anpassungen brauchen? Lasst mich gerne wissen, falls ihr noch irgendwie Fragen haben solltet zu der Planung oder sonstigem. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Haut rein!